Junge, ey, Mann. Kennt ihr Pokémon Go? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Bei Nina Chuba wird anders gezahlt, ey. Ja, klar. Du bist heute zum ersten Mal Tourbus gefahren. Er war sehr aufgeregt. Unser Reini hat ihm ungefähr 2 Stunden lang die Technik eingebaut. Wo wir halt immer nur so Lightning-Geschichten mit haben für unsere Telefone, ja, hat der ein HDMI mitgehabt. Und dann habe ich irgendwann zu Reini gesagt, mein Lieber, so wichtig ist mir die Switch jetzt auch nicht. Und ich war ja froh, dass er nicht Call of Duty gespielt hat, weißt du, so. Und irgendwann habe ich meine Prinzessin Peach auf diesem Videobildschirm gesehen und dann bin ich gegen den guten Jakob ein Rennen gefahren. Ja. War nochmal gute Verlierer, wollte ich nochmal sagen. Irgendwann habe ich gesagt, du musst ins Bett gehen, weil er wollte nicht schlafen. Das war die erste Nacht im Nightliner und so. Das hat ihm wehgetan. Wahnsinn, da kommt man in den Raum rein und sind so viele schöne Gesichter hier. Ja, da geht mir doch direkt die Sonne auf. Kester hinter der Kamera. Na? Hey, na? Hi, mein Schatz. Na? Wie geht's? Mein Lieber. Ja. Hallo. Na? Guten Schlaf. Also ich habe leider echt extrem Bock und ich habe total gute Laune. Also wir crashen das gleich. Das wird hier heute sehr schlimm alles für euch. Das würde ich euch nur mal sagen. Wir crashen das. Ja, Leute. Wir machen hier heute schön das Abschlusskonzert des Jahres in Bielefeld in der Heimat. Und jetzt wird erstmal hier gegessen, wa? Ah, hier geschnetzelt ist. Leute, besser wird's doch heute nicht mehr. Also besser wird's hier einfach nicht mehr heute. Nein. Spätzle. Boah, ich kann nicht mehr. Leute, ich sag euch, das ist die Stresspuppe. Die ist es. Das ist meine neue Stresspuppe. Die habe ich jetzt immer dabei und die knete ich den ganzen Tag, damit ich keinen Stress mehr habe. Manchmal muss man in die kältesten Gewässer springen, wie gestern, um einen Whirlpool zu schätzen. Und wir waren gestern ja wohl wirklich sehr kalt tauchen. Deswegen wird es heute umso wärmer und ich freue mich schon auf diesen schönen Bielefelder Whirlpool, Leute. Heute wird es 4%, Leute. Wie soll man denn dafür überleben? Siehst du das? Ja, das ist ja nicht gut. Nee, ist schlecht. Ich brauche eine Kabellade. Haben wir nicht. Scheiße. Abbruch. Haben wir jetzt schon einen Namen für die? Also Mechthild stand im Raum. Mechthild? Becky. Ich würde sie... Das ist jetzt ab jetzt. Heute an Merch haben wir dabei, Christoph, halt dich fest. Die schwarzen Never Not Loving Shirts sind wieder da. Nein. Ja, da werden sich einige wundern. Und jetzt haltet euch alle fest, wirklich festhalten. Wir haben... Oh, ich muss Casper kommen. Tschüss. Der Vlog ist da. Yay, yeah, wieder. Auf wen warten wir gerade? Casper. Casper? Ja. Der Casper ist schon da. Casper. Ja. Meine Sonne. Mein Macher. Macher des Jahres. Just for you, Alter. Ey, vielen, vielen Dank, Bruder. Ich wollte dich zu schätzen, ne? Ehrlich, mega ist geil. Gut? Der ist einfach aus Berlin jetzt hier gekommen, Leute. Das ist einfach ein Macher. Macher vom Herrn, ey. Ich hab gesagt, ich mach's. So ist also es. Also mach ich das auch. Oder? Weiß sehr, sehr, sehr hey, zu schätzen. Hallo, alles gut? Ja. Leute, das fehlt sie heute. Du hast ja schon den passenden Pullover an sich gerade übrigens hier, ne? Oh, stark, blauen, blauen. Guck mal hier, guck mal, 2,18, hier. Leute, klar. Ey, wo bist du? Boah, ich weiß gar nicht. Du brauchst so, so einen Stift. Irgendwo steht hier, ja, das habe ich eben auch schon gedacht. Selvin war hier auf jeden Fall sehr stark. Ja, Ich bin ja erst später dazu gekommen, ne? Hier steht zumindest schon mal Paradise, aber Montez, weiß ich auch nicht. Hier auch. Ja. Queen. Montez steht bei Crispy Kebab. Spaß. Gibt's irgendwas, was die sich angucken sollen? Ja, auf jeden Fall Crispy Kebab. Leute, mach mal einen großen Applaus für Kesper. Blut und Schweiß, Tränen Zeit. Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis? Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Muss man gehen, damit man alles erreicht. Alles erreicht. Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Checker zusammenfällt. Yeah. Mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klappt mir bis zum Hals, verdammt. Sie wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu knapp. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat. Wie weit? Wie weit? Wie weit? Muss man gehen, damit Bielefeld, man alles wo sind die Arme? Blut und Schweiß, Blut und Schweiß, Tränenzeit. Ey, ey.
bis irgendwann verschlafen in diesem Leben. Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch, wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht. Bielefeld macht Ballett für Kasper! Ich hatte gern sowas. Ehrlich? Nein, und Scheiße, ich hatte wirklich Gänsehaut gerade. Ich fand's auch, ich hatte auch gerade so einen Moment. Das war schon geil, ne? Das war schon ganz geil, ja, finde ich auch. Das alles hier, das war knallharter Profi-Shit, muss man sagen. Ey, ich kann jetzt Pedal spielen. Malte hat's mir in 30 Sekunden erklärt. Luca, es gibt noch einen Punkt auf jeden Fall. Ich wollte schon immer mal so, wie so ein echter Musiker, so auf der Bühne stehen, singen am Klavier, so. So wie Nico Santos oder so. Was? Und ich probiere das einfach mal. Stark. Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Ich hab irgendwo mein Herz verloren und kann es nicht wiederfinden. Ja, ich glaube, ich hab Fieber, seitdem ich mich verliebt hab. Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Ich kann das nicht mehr ertragen. Hast du irgendwas da? Irgendwas da, was gegen Liebe hilft? Ey, wenn Musik Medizin ist, wieso schlägt sie nicht an? Lüg mich nicht an und gib mir was dagegen. Bin ich krank oder ist das Liebe? Da helfen auch keine Vitamine. Und ich denk nur an dich, mir wird schwindelig. Ja. Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Ich hab irgendwo mein Herz verloren. Kann es nicht wiederfinden. Ja, ich glaube, ich hab Fieber, seitdem ich mich verliebt hab. Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Okay, oder? Wählt Montez als nächster Bürgermeister von Bielefeld. Was machst du hier, Max? Ich bereite gerade die wunderschönen Air-Flaschen vor für die Bühne, die übrigens auch einen sehr, sehr ästhetischen Look haben. Schaut euch dieses Anthrazit-Grau an. Matt, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich sag dir ehrlich, also würde ich mir das kaufen, wäre das die Farbe. Ich find's unglaublich schön. Ich habe da nochmal eine Rückfrage. Ja, bitte. Das heißt, wenn du dir die kaufen würdest, du kaufst du eine? Nee, ich habe ja tatsächlich schon eine bekommen, aber ich überlege mir, die auch privat zu kaufen. Guckt euch das nochmal an. Oh geil, kann ich so eine Airflasche haben? Ey, gerne, Mann. Aber bitte, so bitte vorsichtig sein, weil die Farbe ist sehr exklusiv. Ich habe gerade schon gesagt, die Farbe ist unglaublich stark. Oh ja, matt schwarz. Genau. Ja, ich habe das Auto von Montez. Genau, richtig. Unglaublich. Und da kommt jetzt dieses fruchtige Zitronenwasser rein. Genau. Und dann performst du auf der Bühne wie eine absolute Eins. Danke, Mann. Wirklich. Gerne. Auf Erb und auf dich. Ja? Hörst du mich? Und denk dran, deine Tour zu anzukündigen, ja? Das ist Christoph Sackwerder. Ich bin 150.000 Euro entfernt davon, dass du mich siehst. Hab's auch versucht zu sein wie er, doch ich hab nur ein Herz. Und das ist verliebt, das ist alles, was ich geben kann. Und ja, vielleicht hört sich das wenig an. Doch bitte sag mir, was sind 150.000 Euro schon wert, wenn dich niemand liebt, so wie ich. So Leute, wir haben es geschafft, wir stehen im großen Finale. Spaß, die Witze sind immer schlecht, ihr wisst. Wir hatten wirklich ein ganz krankes Jahr, ich möchte bei jedem von euch bedanken. Es war eine unfassbare Reise, ohne Scheiß, wirklich unfassbar. Jetzt sind wir in Bielefeld, in meiner Heimatstadt. Wir haben noch den netten Kasper dabei, Gott sei Dank. Ich freue mich sehr auf diese Show. Reist ab, gebt euch besonders viel Mühe in meiner Heimatstadt. Ich auch. Und habt alle ganz, ganz viel Spaß. Ich liebe euch sehr und ganz, ganz viel Spaß. Sehr schön.
Komm Jonas, hau den letzten rein jetzt. Letzten Song. Danke für alles. Trotz allem. Ich glaub, dass unsere Liebe in Gefahr ist. Sag mir, merkst du das nicht auch? Das ganze Chaos spiegelt sich im Gastisch. Wie lang halten wir das aus? Du fuckst mich ab, aber ich mag dich. Warum weiß ich nicht genau? Schau mal! Und zurück! Und abwarten!